So, hier sind wir in der Rezeption in der Wartehalle vom Hotel Dana Beach in Hogada. Das ist ein ganz, ganz tolles Hotel mit ganz vielen Spezialitätenrestaurants, die alle hier mit All-Inklusive dabei sind. Traumhaft schön, es ist total verspielt, es ist orientalisch, es ist einfach nur wirklich was ganz, ganz anderes mal, finde ich. Es ist super toll, es sind ganz, ganz viele verschiedene Stile hier drin. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, weitere Informationen bekommt ihr entweder auf fella.de, ihr könnt uns eine E-Mail schicken auf info@fella.de oder ihr könnt einfach uns anrufen im Reisebüro unter 09732 2600 und dann werde ich euch weitere Fragen gerne zu Hogada, zu Ägypten, zur Makadi Bay Bucht, zu Soma Bay gerne erklären. Bis dahin viel Spaß beim Zuschauen und wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf Gefällt mir unten drücken für Reisebüro Fella und dann seht ihr weitere Videos von uns. Hier sind wir in einer Bar im Dana Beach Resort. Total urig ist sie gestaltet mit schweren Ledermöbeln, mit Holzverkleidung, Vertäfelungen. Hier kann man sein Bierchen schon genießen oder eben halt auch einen Kaffee trinken, einen Tee trinken. Ja, super schön und die ist direkt hier zentral. Hier geht es wieder zur Rezeption vor und da ist abends mal was los an der Rezeption, auch sogar hier in der Wartehalle oder eben halt in der Bar, wo ich gerade war. Hier ist eine kleine Bibliothek, wo man sich auch Bücher annehmen kann, hinsetzen kann, einfach den Abend genießen kann, ausspannen kann. Ja, und hier sind verschiedene Bücher und das ist alles unheimlich zentral hier an der Rezeption. So, das ist jetzt das orientalische Spezialitätenrestaurant in Dana Beach hier in Hogada. Auch von der Größe, finde ich, sind die Spezialitätenrestaurants wirklich für viele Menschen ausgelastet. Das heißt, es ist ideal, man kann hier wirklich super gut einen Tisch bekommen. Das heißt, man hat nicht diese ewigen Wartezeiten, dass man lange ein Spezialitätenrestaurant vorweg buchen kann, sondern man kann einfach sich einen Tisch reservieren oder eben halt einfach vorbeikommen und wenn dann was frei ist, kann man einfach hier Platz nehmen. Hier sind wir jetzt auf der Terrasse. Hier kommt man vom Spezialitätenrestaurant, vom Arabischen oder von der Rezeption direkt raus. Da ist dann auch schon die Poolanlage vom Dana Beach. Hier sind die ganzen Zimmer dann auch ringsherum aufgebaut. Hinten seht ihr auch schon das asiatische Spezialitätenrestaurant, was in die Poollandschaft mit reingefügt ist. Hinten ist dann der Kids Club. Hier ist der große Pool hier vorne. Und wie gesagt, wenn ihr mehr sehen möchtet, mehr erfahren möchtet, gerne auf fella.de schauen, uns eine E-Mail schreiben unter info@fella.de oder auch gerne anrufen 09732 2600. Und wenn ihr mehr sehen möchtet hier auf YouTube, dann einfach unten auf Gefällt mir für Reisebüro Fella drücken und dann seht ihr weitere Videos von uns. So, hier seht ihr nochmal den Hauptpool im Dana Beach Resort in Hogada. Das ist wirklich jede Menge Platz hier. Also wirklich einfach Wahnsinn. Das Schöne ist, der Hauptpool ist hier und hinten dran ist direkt der Pool, wo die Rutschen mit dabei sind. Das heißt, die Kinder sind in der Nähe und sind trotzdem unter sich. Und daher ist es auch ziemlich billige Pool. Hier unten seht ihr dann die Poolbar, die ist direkt hier unten. Die zeige ich euch dann aber gleich auch nochmal im nächsten Clip. Große Poolbar auch nochmal. Hier der Aquapark. Und hier geht es dann weiter runter zum Strand. Was ich total schön finde, ist, dass hier das angelegt ist, dass man hier auch, wenn man auf diesen kleinen Terrassen essen tut, Wasser ringsrum hat. Super, super schön. Und hinten dran ist dann auch wieder, da ist dann auch wieder eine Bar. Hier sind wir jetzt auf dem Weg Richtung Strand. Auf dem Weg Richtung Strand ist hier dann der Hugo-Pool im Dana Beach. Das heißt, hier ist keine Musik, keine Animation. Es ist trotzdem so, dass hier eine Bar mit der Bar ist, dass die Leute nicht so weit laufen müssen. Aber es ist total ruhig hier. Und hier geht es dann weiter zum Strand. So, das ist jetzt der Strand vom Dana Beach hier in Hogada. Da hinten geht der Steg direkt ins Wasser. Und hier habt ihr wirklich ganz, ganz tolle Sandstrandkapelle hier, wo man ganz toll rein kann.